Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute soll es einmal um Zelda Tears of the Kingdom gehen. Es sind ja nun nicht einmal mehr 7 Monate bis zum Release und deshalb möchte ich heute darüber sprechen, ob Tears of the Kingdom eine reelle Chance hat, Breath of the Wild zu übertreffen. Ich möchte heute darüber reden, weil viele zunächst einmal denken werden, ist doch ganz klar, dass Tears of the Kingdom als Nachfolger von Breath of the Wild besser sein wird. Aber warum das doch nicht so ganz eindeutig ist, darüber jetzt mehr im Video. Das größte Problem von Tears of the Kingdom wird wahrscheinlich sein, dass sich das Gameplay nicht mehr so neu und revolutionär anfühlt wie beim ersten Spielen von Breath of the Wild. Denn wenn man zurückdenkt, hat Breath of the Wild das Zelda-Franchise bzw. sogar das gesamte Open-World-Genre revolutioniert. Wer erinnert sich noch daran, als man nachdem man den Shiga-Stein abbekommen hat, auf dem Plateau stand und auf eine riesige Welt geblickt hat und die Kamera rumgeschwenkt hat? Man konnte sich nach dem vergessenen Plateau entscheiden, was man macht und jeder hatte seine eigene, unique Spielerfahrung. Das macht Breath of the Wild zu einem legendären Spiel, an das sich noch alle in vielen Jahren zurückerinnern werden. Für den Nachfolger Tears of the Kingdom ist diese Open World jetzt selbstverständlich. Man kennt schon die neuen Mechaniken des Zelda-Franchise und bis auf ein paar Map-Veränderungen ist die gesamte Karte schon aus Breath of the Wild bekannt. Es muss also etwas Eigenes gefunden werden, was Tears of the Kingdom einzigartig macht, von Breath of the Wild abhebt, aber die Story muss trotzdem noch zu Breath of the Wild passen. Als wenn das noch nicht schwer genug wäre, kommt auch noch hinzu, dass Spieler nun größere Erwartungen an Tears of the Kingdom haben werden. Natürlich waren die Erwartungen für Breath of the Wild auch hoch, vor allem weil so lange kein Zelda-Teil mehr kam, aber dadurch, dass man weiß, was für eine Faszination Breath of the Wild ausgelöst hat und wie legendär es war, erwartet man das auch nun von dem Nachfolger. Das könnte echt zum Problem werden, wenn viele Fans mit zu hohen Erwartungen an das Spiel herangehen und dann enttäuscht sind, weil Tears of the Kingdom die nicht so umhauen kann und nicht so viele Neuerungen bringt wie Breath of the Wild. Es gibt viele Spiele, wo der Nachfolger enttäuscht hat und meiner Meinung nach eher wenige Spiele, wie zum Beispiel Mario Galaxy 2, wo der Nachfolger den Titel wirklich würdig war. Ob Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom nun das bessere Spiel für einen selbst wird, hängt vor allem davon ab, mit welchen Erwartungen man an Tears of the Kingdom herangeht. Erwartet man eine Verbesserung der wenigen Fehler von Breath of the Wild und einige kleinere Änderungen oder erwartet man wieder ein revolutionäres Spiel? Zudem kommt es auch auf den eigenen Spielertyp ein. Ist ein Spiel vor allem dann gut, wenn es die Gaming-Industrie nachhaltig verändert hat und in die Geschichte des Gamings eingeht, so wie bei mir, oder findet man das Neueste mit der besten Grafik etc.? Am Ende wird jeder für sich selbst entscheiden, ob Tears of the Kingdom ein würdiger Nachfolger für Breath of the Wild wird. Was aber auf jeden Fall feststeht ist, dass Tears of the Kingdom etwas braucht, was das Spielerlebnis erweitert. Erweitere dein Spielerlebnis. Und nein, keine Nintendo Switch Online-Komponente, die schlecht läuft, leckt und überholt ist? Egal. Und was ich hoffe, was das Neue sein könnte, das besprechen wir jetzt. Bevor es mit dem Video weitergeht, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit ihr keine Infos mehr zu TOTK oder weiteren Nintendo-Themen verpassen werdet. Meine größte Hoffnung für Tears of the Kingdom sind die Himmelsinseln. Ich hoffe wirklich, dass sie das Wolkenreich so ausgestalten, dass es wie eine zweite Ebene ist, dass das Movement sich in den Wolken gut anfühlt und dass es da oben wirklich etwas zu tun gibt. Bisher hat man ja nur vereinzelte kleinere Inseln gesehen, ich hoffe aber, dass es noch größer geben wird. Vielleicht kann man ja den guten Ansatz von Skyward Sword nutzen, um mit den technischen Möglichkeiten der Switch diese so zu verbessern, dass es auch im Mainstream gut ankommt. Und vielleicht gibt es ja sogar einige Verknüpfungen zu Skyward Sword, denn ich denke mal, sie werden den Titel nicht umsonst direkt vor Tears of the Kingdom auf die Switch geportet haben. Meine zweite Hoffnung sind große Map-Veränderungen auf der Originalkarte. Die Map soll sich vertraut, aber trotzdem neu anfühlen. Ich persönlich hoffe ja auf eine interaktive Karte, die sich im Verlauf des Spiels verändert. Ich sag nur Vulkanausbruch oder was ähnliches, wo die Lava dann über die Map fließt und sich danach alles ein bisschen verändert. Ich weiß natürlich auch, dass es aufgrund der Open World wahrscheinlich sehr schwierig wird umzusetzen, aber das Zelda-Team wird es doch bestimmt irgendwie hinbekommen. Und meine letzte große Hoffnung sind die Dungeons. Als ich nämlich letztens Link's Awakening auf der Switch gespielt habe, habe ich bemerkt, wie doll ich die Dungeons wirklich vermisse und wie geil die Rätsel und Puzzles immer waren. Es gibt natürlich noch viel mehr, was sich in Tears of the Kingdom im Vergleich zu BOTW ändern sollte, aber ich denke, darüber mache ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein extra Video. Schreibt doch gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Vielleicht kann ich diese ja dann für das neue Video nutzen.
Jetzt sind wir aber so langsam am Ende des heutigen Videos angekommen. In ein paar Monaten werden wir ja eh erfahren, ob Tears of the Kingdom auch in die Liga der Legendenspiele aufsteigen wird. Ich hoffe es jedenfalls. Um das jetzt zu beurteilen, haben wir einfach gerade noch zu wenig Infos. Anfang des nächsten Jahres werden wir, denke ich, mehr wissen und spätestens dann werde ich mich noch einmal mit der Frage beschäftigen. Eines will ich euch aber zum Schluss nochmal mitgeben. Freut euch auf das Spiel, aber bedenkt, dass es ein Nachfolger wird und kein neuartiges Spiel. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns. Bis dahin, ciao.